Das Bier wird schlecht. Irgendwie haben... Ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln in den Ohren. Sorgt nur dafür, dass wir bald Nachschub bekommen. Anscheinend haben alle Probleme mit ihren Frauen. Naja, reden wir erstmal mit dem betrunkenen Nier. Was wollt ihr? Ich gebe euch einen aus. Na, warum nicht? Habt ihr Bier oder Met? Wir haben Wein. Dann geben wir ihm mal einen Alto-Wein. Was soll's. Einen reicht. Nö. Wer weiß, was es uns bringt. Vielleicht bringt er, gibt er uns Informationen über irgendwas. Okay. Ja, ja. Irgendwie hat das gar nichts gebracht. Mein liebster Saufkumpan. Besorgt mal ein wenig Met. Naja, komm. Wir haben dir schon genug ausgegeben. Okay, jetzt haben wir einen verschenkt. Was soll's? Delfine. Welch ein schöner Name für eine irgendwie gruselig aussehende Frau. Naja. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ein Zimmer mieten? Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Helgen soll von einem Drachen angegriffen worden sein. Das sind doch alles Hirngespinste. Nein, eigentlich haben wir ihn gesehen. Möchten wir ein Zimmer mieten? Ich glaube, das lohnt sich jetzt noch nicht. Wir sind ja nur auf der Durchreise. So lange bleiben wir ja nicht hier. Reden wir mal mit... Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Okay. Braucht ein Zimmer? Sprecht mit Delphine. Kann ich das Alchemielabor benutzen? Solange ihr hinter euch aufräumt. Ihr wisst, wie man es benutzt. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Etwas Weizen und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Wir haben auch zahlreiche Zutaten im Angebot. Okay, Weizen und noch irgendwas? Na verdammt, was habt ihr zu verkaufen? Ja... Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Das ist immer gut. Zutaten, Basenpilze, genau. Und Weizen, hat er gesagt, hat das auch? Feuernette, Weizen, sehr gut. 3 Weizen. Uah, Wert 16. Nehmen wir mal einen. Und einen Basenpilz. Können wir uns den online... 37, so ein Mist. Jetzt haben wir kein Gold mehr dafür. Naja. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte den Banditenanführer in lagerstehender Strom. Okay. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Die dunkle Bruderschaft. Sprich mit Aventus Aretino. Aha, den haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Wo erfahre ich mehr über Magie? Wollt ihr euch in die Luft sprengen? Das macht Magie angeblich mit einem. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Okay. Also Winterfeste gut. Scheint sehr interessant für uns zu sein. Was ist das denn? Ach, hier ist das Alchemielabor. Können wir doch mal was zusammenbrauen. Wir sehen cool aus, möchte ich mal sagen. Du kannst Tränke und Gifte herstellen, indem du 2 oder mehr Zutaten kombinierst, die über eine gemeinsame Wirkung verfügen. Experimentiere mit unterschiedlichen Zutaten, um ihre Wirkung kennenzulernen. Okay. Blaue Bergblume. Packe ich mal eine rein. Erfordert blaue Bergblumenzutat optional. Kommt sofort. Und Distelzweig. Unknown Effekt. Zaubertrank, Unknown Effekt, aha. Ihr hattet schon mehr als genug. Außerdem habt ihr das letzte noch nicht bezahlt. Sagen wir mal. Ich werde ein paar Münzen für euch finden, wie immer. Blaue Bergblumen, Distelzweig und Esmiriam. Stellen wir mal her. Erschaffen Zaubertrank Frostresistenz. Aha. Entdeckte Effekte. Frostresistenz von Esmiriam und Distelzweig. Euch kein Bier. Gut, blaue Bergblumen muss dann nochmal. Elfenohr und was? Fackelwürmchenbrust? Tun wir auch mal. Was können wir denn damit herstellen? Herstellung des Zaubertranks fehlgeschlagen. Okay. Blaue Bergblumen machen wir mal. Ach so, warum mache ich nicht einfach? Ach, man kann daraus nicht einfach was machen. Knoblauch. Tun wir auch mal rein. Und dann stellen wir mal mit den beiden was her. Auch nichts. Okay. Blaue Bergblume und Knochenmehl. Und Mondfalterflügel.
Eier erschaffen, Zaubertrank, Beschwörung verstärken. Aha, von Knochenmehl und blaue Bergblume. Das ist ja schon mal cool. Blaue Bergblume. Beschwörung verstärken hat die. Gut. Von Fackelwürmchen Brust brauchen wir auch noch. Von Knoblauch auch noch. Dann versuchen wir es mal so. Ausdauer verstärken. Aha. Sehr gut. Dann Mondfalterflügel haben wir noch keinen Effekt von. Und rote Bergblume. Das hat nichts gebracht. Gut, dann nehmen wir mal die und Salz. Auch das hat nichts gebracht. Dann nehmen wir mal die und Schneebeeren. Auch das hat nichts gebracht. Na gut. Dann probieren wir es mal damit und mit Salz. Auch das bringt nichts. Schneebeeren und Skiverschwanz. Auch das bringt nichts. Gut, der Skiverschwanz mit Spinnenei. Auch das bringt nichts. Spinnenei mit violetter Bergblume. Nein. Das Spinnenei mit Weizen. Auch das hat nichts gebracht. Alles klar. Gut, dann haben wir zumindest von Knochenmehl, Fackelwürmchen, Brust, Distelzweig und blaue Bergblume einen Effekt herausgefunden. Alchemie beenden. Jawohl. Haben wir die denn jetzt im Inventar, die Zaubertränke? Zaubertrank der geringen Ausdauer. Genau. Geringen Magika, der Gesundheit, die kleinen Heilung, Ausdauer verstärken, Beschwörung verstärken und Frostresistenz. Jawohl. Perfekt. Was haben wir denn hier? Noch ein Zimmer? Aber klauen will ich ja nicht. Hier sind wahrscheinlich noch Zimmer drin, genau. Aber ein Zimmer werden wir uns hier nicht mieten. Wir gehen wieder raus. Nach Himmelsrand. Aus dem Weg, Fremdling. Boah, Alter. Was ist für rote Augen? Geh mal pennen. Wird langsam mal Zeit für dich. So, das war's hier in Flusswald. Hier geht's nochmal raus. Hier geht's nirgendwo mehr hin. Doch, hier geht's auch noch irgendwo hin. Da geht's nur hoch auf die Mauer, aber da steht wahrscheinlich keiner, oder? Ne. Hier steht keiner. Gut, dann gehen wir mal hier entlang. Mein Gott, hier gibt's schon wieder so viel zu entdecken. Den Kohl sammeln. Nö, machen wir jetzt mal nicht. Ich höre einen Hund. Oh! Süßer Hund. Stumpf. Hallo, Stumpf. Reden können wir nicht mit dem. Okay. Wen haben wir hier? Frotner. Aus dem Weg, Fremdling. Ihr seid neu hier, also schone ich euch noch. Aber verscherzt es euch nicht mit mir. Okay. Frecher Bengel. Schlafender Riese. Achso, da waren wir ja gerade drin. Aus dem Weg, Fremdling. Ja. Ja, ist ja gut. Oh, cool. Ein Stier. Wo geht's denn hier noch hin? Ach, hier geht's nach oben in den Handelskontor. Ah ja. Und dann haben wir da noch einen Bauern. Wen haben wir hier? Gerdur. Das ist nur ein kleines Dorf, aber wir arbeiten hart und halten zusammen. Sehr schön. Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei ja auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Aha. Kann ich denn hier irgendwo frische Vorräte kaufen? Und mit Vorräten meint ihr sicher Waffen und Rüstungen. Alvor kann euch helfen. Er ist unser Schmied. Ja, da waren wir ja schon. Bis zum nächsten Mal. Gut, die konnte uns leider nicht weiterhelfen. Ja, bis zum nächsten Mal. Wie kommen wir denn jetzt mal hier rein? Hier anscheinend nicht, dann wahrscheinlich doch auf der anderen Seite. Ich will mal den Stier hier oder Kuh oder Bison oder was auch immer das ist. Von näherem betrachten. Achso, hier kann man ja rein. Hallöchen. Aber man kann nichts mit ihm tun. Wenigstens greift er uns nicht an. Was haben wir denn hier? Hotz und Gerdurs Haus. Aber Gerdur ist ja nicht da. Und einbrechen wollen wir jetzt erst einmal auch noch nicht. Aber ich möchte noch wissen, wer denn da in dem Haus wohnt. Wahrscheinlich irgendein Holzfäller. Fäendals Haus. Aha. Lehrling. Aufschließen. Nee. Fäendal. Trabt er sich irgendwo hier rum?